der Kanzler dich geschickt? Nun, Reiter, ich habe den Tod schon einmal besiegt. Und ich kann es wieder. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Du stinkst immer noch nach Hoffnung. Du hättest dich nicht mit dem Kanzler treffen können. Kanzler klingt nicht nach viel. Seit Ewigkeiten lässt seine Zunge Gift in die Ohren des Königs der Toten tropfen. Er sitzt fast auf dem ewigen Thron und er verlangt Dienste. Wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst Draven hieß. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen. In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen. Nur um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Nicht. Unmöglich. Ich kann nicht. Niemand stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Ein Reiter? Im Königreich der Toten? Nein, nein, das funktioniert niemals. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich.
Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind bereits angekommen. Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Wie ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselik, ja. Wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen. Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Euer König ist nicht der Erste, der hier herrscht, richtig, Kanzler? Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Argul. Zu verrückt, um ihn auf dem Thron zu lassen. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden und vernichtete sogar einige seiner Diener. Tschüss. Was würde mein Herr nur ohne mich machen? Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen, Türsteher. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit leben könnte. Pass auf, wo du hin willst, Reiter.
habe reichlich Waren, wenn du Münzen übrig hast. Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Bitte, sieh dich um. Bis zum nächsten Mal. Durch den Tod? Nein! Dieser hier lebt noch. Ruhe! Er soll uns berichten. Sprich, Herausforderer. Ich bin hier, euren Champion zu besiegen. So prahlen alle Herausforderer. Doch die meisten gehen unter Qualen. Ihre Seelen aus der Existenz verbrannt und unser Champion dadurch umso stärker. Genug! Holt euren Champion! Dieser hier hat Macht. Genug Macht, um zu tun, was er will. Aber unser Champion ist kein Köter, der nach Belieben gerufen werden kann. Du musst ihn herlocken. Dieser Altar bewahrt seine Macht. Die Seelen all jener, die er erschlagen und verschlungen hat. Drei Lebenssteine müssen darin platziert werden. Dann wird unser Champion sich erheben.
Es wird Zeit, dass du etwas findest. Unmöglich.